Und genauso war es beim Stefan. Der hat seine Frau eingeladen. Ich möchte gerne noch 2, 3 Sachen mit dir besprechen. Und sie hat sich darauf eingelassen und sie hat nur dieses Knistern gespürt. Sie konnte es nicht definieren. Es war etwas am Stefan, was sie neu fasziniert und gefesselt hat. Und das war der Anfang der neuen Beziehung. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück. Wie kannst du deine Beziehung nach Monaten oder Jahren retten? In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Ex zurückgewinnen und wie du es schaffen kannst, deinen Partner, deine Partnerin zurückzugewinnen, obwohl ihr schon längere Zeit getrennt seid. Wir kennen das sowohl aus unseren eigenen Coachings, die wir haben, aus unserem, falls du es noch nicht kennst, unser Coaching-Programm Zurück ins Beziehungsglück und auch aus den ganzen Anfragen, die wir täglich von neuen potenziellen Klientinnen erhalten. Und viele sind immer der Überzeugung, das kann ja nicht funktionieren, wir sind ja schon so lange getrennt und nach so langer Zeit, wie soll das überhaupt funktionieren? Aber wir können dir schon mal als Spoiler vorab sagen, ja, das funktioniert. Und trotzdem ist es vorher einmal wichtig, darüber zu sprechen, lieber Ralf. Warum ist dieses Thema so wichtig? Es ist ganz besonders wichtig, darüber zu sprechen, weil die meisten erwarten, dass das von ganz alleine funktioniert, dass auf einmal diese Anziehungskraft, dieses Reaktivieren der alten Beziehung einfach so passiert. Und das wird es nicht tun. Und das kann ich dir jetzt schon sagen. Denn es sind bestimmte Dinge notwendig und es sind bestimmte Dinge, die vielleicht nicht mehr notwendig, die du lassen solltest, damit das überhaupt erfolgreich funktionieren. Und am Ende, warum willst du die Reaktivierung natürlich auch dauerhaft zu einer vernünftigen, zu einer glücklichen Beziehung führt? Denn das Ziel ist ja zurück ins Beziehungsglück. Hast du für unsere Zuhörerinnen mal ein passendes Beispiel aus unserer Coaching-Praxis? Gerne. Ich erzähle die Geschichte von Stefan. Stefan ist sehr erfolgreich im Beruf, leitet ein kleines Team. Ein kleines Team ist gut, 50 Mitarbeiter hat er unter sich und ist trotzdem getrennt. Was passiert? Er hat 2 Kinder, lebte mit seiner Frau in einem eigenen Haus und eines Tages sagt die Frau, dass sie das Gefühl hat, dass er nicht mehr richtig bei der Beziehung ist, dass er so gedanklich und emotional abwesend scheint. Und er hat das erstmal abgetan. Und so richtig wach geworden ist er in dem Moment, als sie ihm sagte, du, ich habe mich in jemand anders verliebt. Das war für ihn so der Moment, wo er wach geworden ist, hat gedacht, wow, was ist jetzt hier los? Und er wollte immer nur eins, er wollte seine Familie und seine Frau behalten. Er wollte zurück, ja, in die glückliche Beziehung. Aber irgendwie hat er das nicht geschafft. In ihm war so ein kleines Kind aktiv und alles das, was seine Frau wollte oder sich wünschte, hat er immer das Gegenteil draus gemacht. Sie wollte mit ihm über die Aufteilung des Hauses, über die, welche Sachen nimmst du mit, welche Sachen behalte ich, sprechen. Und er hat gesagt, nö, alles das, was von meinem Geld bezahlt wurde, das ist meins. Du kriegst nichts davon. Und nicht, um sie zu verletzen, sondern um sie da wach zu rütteln, hey, guck mal, wie gut es uns eigentlich geht. Ich weiß, das klingt für dich jetzt gerade, passt nicht zusammen, aber das war halt so der Hintergrund. Das heißt, er wollte das Haus nicht aufgeben, er wollte das Haus nicht verteilen, weil er immer den Wunsch hatte, dass das Haus so bleibt, wie es ist, damit sie alle irgendwann wieder glücklich werden können. Und er hat im Grunde etwas ganz Tolles gewollt. Er wollte die Beziehung halten, er wollte die Familie zusammenhalten. Er hat halt nicht die richtigen Dinge getan. Aber aus seinem damaligen Verständnis heraus hatte er immer die gleiche Intention. Und manchmal passiert das dir auch. Du hast eine gute Absicht, aber irgendwie scheint die Umsetzung oder das, was du daraus machst, aus deiner guten Absicht, nicht das zu bewirken, das Ziel zu erreichen, das du dir eigentlich wünschst. Und das Ganze ist 2 Jahre her, dass sie sich getrennt haben. Und es gibt immer noch einen Wunsch in ihm, nämlich den Wunsch, ich möchte meine Familie zurückhaben. Ich fühle mich glücklich. Mein größtes Glück besteht darin, wenn wir alle wieder zusammen sein können.
fröhlich zusammen sein. Wieder da anschließen, wo wir vor einigen Jahren waren. In diese unbeschwerte Zeit, wo wir, egal was war, zusammengehalten haben, wo wir die Dinge geregelt haben, wo wir ja manchmal auch über einen Streit oder ein Hindernis am Ende sogar gemeinsam lachen konnten. Das ist das, was er sich wünscht. Also 2 Jahre ist ja in der Tat wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Und alle, die sich darüber Gedanken machen, ob es bei Ihnen nicht schon viel zu lange her ist, wenn ihr euch die Geschichte vom Stefan anhört, er macht das Ganze mit 2 Jahren. Und deswegen wird das bei euch auch funktionieren. Jetzt für die Hörerinnen mal die Frage, was hat der Stefan denn gemacht, um seine Beziehung wieder zu reaktivieren? Zum einen, und das war für ihn der größte und wichtigste und vielleicht auch der schwierigste Schritt, war in der Tat, sich externe Unterstützung zu holen, weil er gemerkt hat, dass alles das, was er tut, nicht zu dem Ergebnis führt, das er sich im Grunde wünscht. Also er hatte ein Ziel und er hatte keine Ahnung mehr, wie kann ich dieses Ziel eigentlich noch erreichen, weil alles, was ich selber tue, das ist so wie, als würde ich ein Feuer haben und immer noch ein bisschen Petroleum reinschütten. Im Grunde mache ich die Dinge, um Frieden zu haben, die Flamme, das lodernde Feuer zu löschen. Und gleichzeitig spürte er, alles, was er tat, hat immer mehr Flammen entfacht. Ja, also das Ganze noch höher kochen lassen. Und der erste wichtigste Schritt war in der Tat, sich an Menschen zu wenden, die sich mit dem Thema auskennen, die vielleicht auch den Blick von draußen mit ihm gemeinsam draufwerfen und ihn dabei unterstützen, die nächsten wertvollen, richtigen, wichtigen Schritte zu gehen. Das war Nummer 1. Und dann ist etwas ganz Wichtiges passiert bei ihm. Ein wichtiger Schritt ist natürlich auch mal Abstand zu nehmen. Abstand raus aus den ganzen Themen. Du kennst das sicherlich auch. Du guckst dich jeden Tag im Spiegel an. Und du veränderst dich jeden Tag ein kleines, klitzekleines Stückchen. Dadurch, dass du dich aber immer wieder siehst, wird dir die Veränderung überhaupt nicht bewusst. Du siehst das gar nicht. So richtig merken tust du es, wenn du dir mal ein Foto anguckst von vor 2, 3 oder 4 oder 5 Jahren und dieses Foto mit deinem inneren Bild von heute Morgen aus dem Spiegel vergleichst. Dann fällt dir auf, Menschenskinder, da sind die Haare vielleicht ein bisschen heller geworden. Ja, vielleicht das eine oder andere fällt dir, aber du siehst, irgendwas hat sich verändert. Und so ist das hier auch gewesen. Stefan hat Abstand reingebracht. Der hat sich mal aus der ganzen Situation, diesen ganzen Streitigkeiten, diesen Diskussionen komplett rausgenommen. Ja, hat sich nicht immer wieder blicken lassen, hat nicht immer wieder in Kontakt gesucht, sondern hat wirklich gesagt, ich nehme jetzt Zeit für mich und meine Kinder. Wenn ich sie habe, sind sie bei mir. Und wenn ich sie nicht habe, sind sie bei der Mama. Und der Streit hat automatisch erstmal ein Ende gefunden. Gab nicht immer wieder etwas, was man nachgießen musste. Okay, das ging ja jetzt, das, was du jetzt als erstes erzählt hast, ging ja bisher nur um die räumliche Distanz, die er geschaffen hat. Jetzt hat er vermutlich noch andere Dinge gemacht, die dazu beigetragen haben, dass er seine Liebe wieder reaktiviert hat. Was waren denn die weiteren Schritte, die er unternommen hat? Also der elementare erste wichtige Schritt ist natürlich, diesen Abstand reinzubekommen. Ne? Diesen Abstand, wir nennen das manchmal auch so schön Kontaktsperre, aber es ging erstmal darum, die räumliche Distanz zu schaffen, damit die Veränderung, die er jetzt im Anschluss sozusagen für sich selber vornimmt, auch eine gute, große Wirkung beim nächsten Wiedertreffen hat. Und du hörst schon Veränderung. Stefan hat sich mit sich selber auseinandergesetzt. Er hat angefangen, hinter die Prozesse zu schauen, zu sehen, was ist denn eigentlich bei mir gerade? Wieso, was ist der Grund, warum ich so reagiere? Weißt du, ich habe es vorhin gesagt, dieses manchmal auch so Dinge machen, mit der Absicht, etwas Gutes zu erreichen und gleichzeitig die nicht die richtigen Dinge tun. Und das kennst du sicherlich auch. Du möchtest, dass der Streit ein Ende hat und sagst nur einen einzigen Satz, den du gar nicht so gemeint hast, der aber beim anderen irgendwie anders ankommt. Und das waren so wichtige Momente, auch beim Stefan zu erkennen, was passiert denn in bestimmten Situationen bei mir und wie würde ich viel lieber auf diese Situation reagieren wollen. Das heißt, was er gemacht hat, war seine eigene persönliche Heldenreise. Ja, eine Heldenreise ist eine Transformation oder eine Veränderung, nennen wir es mal lieber so, eine Reise von dem Ich, das ich heute bin, wieder zu dem Ich, das ich war, als ich zum Beispiel meine Frau kennengelernt habe.
Das heißt, genau das hat er gemacht. Er hat sich wieder darauf besonnen, was ist denn dann eigentlich, wie möchte ich mich selber als Mensch erleben? Wie möchte ich meinen Selbstwert definieren? Wie möchte ich aber auch meine Werte nach außen tragen? Und das ist hier jetzt im Podcast schwer zu erklären, aber er hat diese Reise angetreten und hat sich innerlich, aber damit auch nach außen verändert. Er ist wieder mehr der Mensch geworden, der er war, als sie beide sich kennenlernten. Und das hat er zu seiner neuen Lebensphilosophie gemacht. Und das wiederum ist genau das, was also seine Frau attraktiv und bewundernswert gefunden hat. Ja, so eine Heldenreise zu verstehen, wird euch natürlich viel einfacher fallen, wenn ihr bei uns im Coaching-Programm Zurück ins Beziehungsglück mit dabei seid und einmal in einen dieser Donnerstags-Calls mit dabei seid, wenn der Ralf anderen Menschen dabei hilft, ihre Beziehung zu retten. Und dann werdet ihr das mitbekommen, wie das ist und wie das für andere Leute auch funktionieren kann und dann im Endeffekt für euch natürlich auch funktioniert. Ralf, was mich persönlich auch nochmal interessiert zu dem Stefan, wie lange hat das Ganze denn für ihn jetzt gedauert, nachdem er schon 2 Jahre gewartet hat? Bevor ich dir diese Frage beantworte, vielleicht noch ganz kurz für dich als Zuhörer. Es geht nicht darum, einfach nur mal temporär ein paar Dinge zu verändern, um damit wieder attraktiv zu sein. Das ist oberflächlich. Es geht darum, und das ist das, was dem Stefan ja auch passiert ist, eine neue Lebensphilosophie, seine persönliche Lebensphilosophie für sich zu etablieren, sich damit auseinanderzusetzen, wie soll es für mich in Zukunft sein, wie soll sich das anfühlen und wie möchte ich mein Leben, meine Beziehung erleben. Und dadurch, dass es eine neue Lebensphilosophie wird, ist es etwas, was eben nicht temporär mal eben kurzzeitig anders aufflackert, sondern es ist wie eine dauernde, ewig brennende Flamme, die ihn immer wieder dahin bringt, wo er sein möchte, als Mensch, als Persönlichkeit. Und damit wurde er dauerhaft die Person, die seine Frau anspricht. Und das ist das Spannende dabei. Beim Stefan, wir haben den Stefan 3 Monate begleitet und schon nach 2 Monaten, ja, kam das Interesse von seiner Frau auf ihn zurück. Und das war total spannend zu beobachten. Er hat sie zum Essen eingeladen, damit sie etwas besprechen können und sie hat gemerkt, irgendetwas ist beim Stefan. Sie wusste nicht genau, was es ist, aber es hat sie auf einmal... Felix, wie soll ich sagen? Das war wie so ein Knistern. Kennst du das? Kennst du das auch? Wenn du triffst jemanden und du weißt nicht, was es ist, aber irgendetwas fasziniert dich. Und genauso war das beim Stefan. Der hat seine Frau eingeladen, die sagt, lass uns bitte da hingehen. Ich möchte gerne noch 2, 3 Sachen mit dir besprechen. Und sie hat sich darauf eingelassen und sie hat nur dieses Knistern gespürt. Sie konnte es nicht definieren. Es war etwas am Stefan, was sie neu fasziniert und gefesselt hat. Und das war der Anfang der neuen Beziehung zu seiner Frau. Weil er hat nicht da angeschlossen, wo er war, sondern die haben neu angefangen. Das ist so, weil sie waren getrennt und lernen sich neu kennen auf einer Ebene, die sie bis in den letzten Jahren überhaupt nicht kannten. Ja, sehr schön hört sich das an. Und jetzt nochmal für all die Zuhörerinnen, die sagen, ja, meine Situation ist aber doch irgendwie ganz anders. Was kannst du denen erzählen? Ja, natürlich. Jede Situation ist anders. Jedes Erleben ist persönlich. Und doch gibt es gleichzeitig immer wiederkehrende Mechanismen. Ja, ähnliche Dinge. Klar, in persönlichen, individuellen Abstufungen. Und das Schöne ist, dass wir uns auch individuell auf dich einstellen. Dass wir gucken, wie ist deine persönliche Situation? Denn nur so sind wir in der Lage, dich genau, und das meine ich wirklich ganz genau, so zu unterstützen, dass du deinen Weg findest zurück in dein Beziehungsglück. Und wenn du diesen Weg finden möchtest, dann höre jetzt auf zu zögern, sondern nimm einfach das Smartphone, was du vermutlich eh schon in der Hand hast, nochmal vor dich hin, schau in die Shownotes und vereinbar dir dein gratis Erstgespräch und dann wirst du mit uns darüber sprechen, wie wir deine Beziehung retten. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.